Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Veranstaltung Die Verantwortung der Naturwissenschaft oder Wie viel Ethik steckt in den Wissenschaften? Mein Name ist Stefanie Westermann. Ich betreue den Bereich Wissenschaftsethik in der Abteilung Wissenschaft, Politik, Gesellschaft der Leopoldina. Die Veranstaltung heute setzt unsere Reihe zur Freiheit und Verantwortung der Wissenschaften fort. Sie ist ein Projekt der Wissenschaftlichen Kommission Wissenschaftsethik und des Zentrums für Wissenschaftsforschung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und auch heute haben wir wieder den digitalen Kamin aufgebaut, um zwei WissenschaftlerInnen aus den Natur- und Geisteswissenschaften miteinander ins Gespräch zu bringen. Wir freuen uns sehr, dass Frau Dr. Christina Berndt das Gespräch erneut moderieren wird. An dieser Stelle zudem schon einmal der kurze Hinweis: Alle Veranstaltungen der Reihe stehen auch auf dem YouTube-Kanal der Leopoldina zum Nachschauen bereit. Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Dieser Satz von Helmut Schmidt bringt eine zentrale Aufgabe einer demokratisch verfassten Gesellschaft auf den Punkt. Sie muss um strittige Fragen ringen. Um Fragen, die sich nicht zuletzt immer wieder durch neue Erkenntnisse aus den Natur-, Technik- oder Lebenswissenschaften ergeben. Was sollen wir tun und was lassen, als Einzelne wie als Gesellschaft, etwa im Bereich biomedizinischer Forschung, hinsichtlich digitaler Technologien, mit Blick auf die Bewältigung der Klimakrise oder des Biodiversitätsverlustes? In den vergangenen Gesprächsrunden wurde dabei bereits deutlich, welche vielfältige Rolle wissenschaftliche Ethik im Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft spielen kann. Sie kann zu einem guten Diskussions- und Entscheidungsprozess beitragen, indem sie normative Aspekte reflektiert, unterschiedliche Positionen in den Blick nimmt, Argumente ordnet und hinterfragt. Im Prozess des Ringens um strittige Fragen stellt sie Orientierungswissen bereit, eine andere Art von Wissen als naturwissenschaftliches, eher quantitativ fundiertes Wissen. Ethik also als Medium der Kontexterweiterung. Ein kurzer Blick zurück zeigte zudem, die Einrichtung von Ethikinstitutionen und der enorme Bedeutungszuwachs der Ethiken in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten war oft eine Reaktion auf völlig neue Fragen, die sich aufgrund der Ergebnisse der Natur- und lebenswissenschaftlichen Forschung ergeben. Wie zum Beispiel mit plötzlich außerhalb des menschlichen Körpers verfügbaren menschlichen Embryonen umgehen. Wie mit den neuen Möglichkeiten des Genome-Editings, um nur einige Beispiele zu nennen. Hinter den jeweiligen konkreten Überlegungen zum Umgang mit wissenschaftlichen Durchbrüchen stand und steht dabei oftmals eine sehr grundsätzliche Frage. In welcher Beziehung stehen normative Fragen und die Wissenschaften? Und das sind genau die Fragen, denen wir uns heute widmen wollen. Wie viel Ethik steckt in den Naturwissenschaften? Wie werden Werte, und wenn ja, welche, gegenwärtig in den unterschiedlichsten Wissenschaften thematisiert? Welche Rolle spielen die jeweiligen Strukturen und Eigenlogiken? Wie kann Wissen ethisch verantwortlich generiert, wie ethisch verantwortlich vermittelt werden? Gibt es eine Ethik der Politikberatung? Mit der Medizinethikerin Bettina Schöne-Seifertz und dem Chemiker Robert Schlögl haben wir dabei heute zwei Gesprächspartner gewinnen können, die beide jenseits ihrer jeweiligen fachlichen Expertise auch über einen reichen und langjährigen Erfahrungsschatz im Umgang mit diesen Fragen nicht zuletzt im Rahmen der wissenschaftsbasierten Politikberatung verfügen. Denn gerade dort stellen diese Fragen sich oft in konzentrierter Weise. Ihnen beiden und auch Ihnen, Frau Berndt, sei an dieser Stelle schon einmal sehr herzlich gedankt, dass Sie sich auf dieses Gesprächsformat mit viel Zeit zum Austausch eingelassen haben. Uns allen wünsche ich einen lebhaften und bereichernden Abend und übergebe damit an Sie, liebe Frau Berndt. Ich habe mich gefreut über den Online-Kamin, an dem wir jetzt nochmal zusammenkommen. Und ich möchte Ihnen nochmal sagen, dass ich mich freue, wenn Sie als Publikum sich nachher auch beteiligen in unserem Chat, und zwar nicht unter der Chat-Funktion, sondern unter Fragen und Antworten, Q&A. Wenn Sie da Fragen stellen, dann würde ich diese unseren beiden Gästen übermitteln. Also ihre Namen bleiben dabei anonym. Das Video dieses schönen Kamingesprächs, das wird allerdings auf der Website der Leopoldina abgerufen werden können.
Jetzt kommen wir zum Thema Ethik in den Naturwissenschaften, ein ganz großes. Wir wissen alle, wir haben es hier mit den großen Wissenschaften zu tun, die diesen Planeten immer auch mal wieder durchgerüttelt haben, von der Atomkraft bis zur Gentechnik. Es ist für uns ja heute quasi normal, dass zur Wissenschaft die Ethik irgendwie auch dazugehört. Öffentlichkeitswirksam und mit Erfolg wurde das im vergangenen Jahrhundert immer wieder gefordert, dass die Politik auch verantwortlich mit wissenschaftlichen Ergebnissen umzugehen hat und dass auch die Wissenschaft selber sich dieser Verantwortung stellt. Und nun könnte man ja auch meinen, gerade in den Naturwissenschaften mit ihren großen umwälzenden Forschungsergebnissen sei das vielleicht auch schon längst in die DNA eingeflossen. Auf fast jeder wissenschaftlichen Tagung gibt es mittlerweile zumindest irgendein Symposium, das sich auch mit politischen, gesellschaftlichen und moralischen Fragen des Fachs beschäftigt. Aber wie tief ist die Ethik wirklich in den Naturwissenschaften verwurzelt? Und gibt es da ein breit getragenes ethisches Bewusstsein oder sind das eigentlich immer nur so ein paar Einzelne, die mit ihren eigenen ethischen Ambitionen das Fach nach vorne bringen? Was muss noch getan werden, damit wir die Ethik tiefer in die DNA der Naturwissenschaften eindringen lassen? Oder ist das vielleicht am Ende gar nicht nötig, weil die Verantwortung ja letztlich sowieso bei Politik und Gesellschaft liegt? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinen beiden Gästen, auf die ich mich sehr freue, Frau Professor Bettina Schöne-Seifert und Professor Robert Schlögl. Frau Schöne-Seifert ist die Direktorin des Instituts für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Medizinischen Fakultät der Uni Münster und Mitglied der Leopoldina. Und sie ist sowohl Medizinerin als auch Philosophin und beschäftigt sich seit vielen Jahren eigentlich mit allen großen biomedizinischen Themen, mit denen sich dieses Land so beschäftigt hat. Immer wieder auch mit diesen gerade aufwühlenden Themen der Bioethik, ob jetzt Embryonenforschung, Reproduktionsmedizin, Sterbehilfe. Frau Schöne-Seifert mischt sich ein und sie gibt aktiv ihre eigene Meinung preis, sie mischt sich in die Diskussion, sie möchte gehört werden und sie gibt dabei in der Regel auch eine sehr liberale Perspektive. Ihr Anliegen sei es, sagt sie selbst, vermeintlich dogmatisch konservative Positionen, etwa auf den Gebieten der Reproduktionsmedizin oder auch der Sterbehilfe zu kritisieren und zu einer humanen und philosophisch selbst aufgeklärten Medizin beizutragen. Da höre ich eben doch heraus, wir brauchen die Ethik auch aus der Wissenschaft heraus. Professor Robert Schlögl ist Vizepräsident der Leopoldina und von Haus aus Chemiker und Katalyseforscher. Er forscht mit seinem Team eigentlich Energieumwandlungsprozesse in der Natur, dabei auch die Bedeutung der Katalysatoren bei diesen Prozessen. Und somit geht es immer um die Fragen von Gewinnung, Speicherung und Transport von Energie und daraus letztlich auch um die Entwicklung von Materialien für eben solche Energiespeicherung und damit auch für Energiesysteme der Zukunft. Gerade in jüngster Zeit hat sich Professor Schlögl mit den komplexen Herausforderungen der Energiewende beschäftigt, sich dabei auch immer mal wieder der Politikberatung gewidmet, dabei aber nicht nur gute Erfahrungen gemacht, wie er uns heute sicher noch erzählen wird. Ob es nun also um das erste Schweineherz geht, das gerade einem Menschen eingepflanzt wurde, ob der Corona-Expertenrat seine ersten Stellungnahmen zur Pandemie veröffentlicht oder jetzt gerade unser Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck mit den Bayern über die 10H-Regelung verhandelt. Die Frage nach der Ethik schwingt dabei immer mit. Und jetzt möchte ich von Ihnen beiden eben wissen, wie weit dürfen, sollen, müssen wissenschaftliche Erkenntnisse dabei genutzt werden? Wie weit muss Politik auf der Hut sein? Und welchen moralischen Kompass braucht denn eigentlich die Wissenschaft selbst? Herr Professor Schlögl, wir haben ja im Vorhinein ein bisschen gesprochen über diesen Abend und da haben Sie gesagt, dieses Bewusstsein, dieses Ethische, das haben nicht mehr nur Biomediziner, ne, Gentechnologen und Transplanteure, die Schweineherzen verpflanzen in Menschen, sondern Sie sagen, das findet sich eigentlich mittlerweile überall in der klassischen Naturwissenschaft, also auch in der Chemie.
Ja, zuerst mal schönen guten Abend und vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich würde sagen, das war eine sehr schöne Einleitung. Ich glaube schon, dass das Bewusstsein, dass auch und gerade die Chemie mit ihren vielfältigen Einwirkungsmöglichkeiten auf das Leben des Menschen die Chemiker dazu bewogen hat, schon über ethische Fragen nachzudenken. Ich gebe zu, dass es eine, glaube ich, verschwindendere oder langsam verschwindende Minderheit von Kollegen gibt, die sagen, das geht uns nichts an. Das ist eine in der Naturwissenschaft ja weit verbreitete Hypothese, dass die Ergebnisse sind ja wertfrei und die schwierigen Werte entstehen ja erst bei dem Missbrauch der Ergebnisse und die sind damit nicht zu bedenken, wenn man ein Ergebnis erzielt. Das ist heute gerade in der Chemie nicht mehr wirklich so, weil wir eben erkannt haben, dass selbstverständlich die Frage, welche Chemie untersuchen wir und wie kommunizieren wir vor allen Dingen die Ergebnisse der Chemie in die anderen Fachdisziplinen, aber auch in der Öffentlichkeit, starken Einfluss darauf haben, wie diese Ergebnisse genutzt werden. Ich erinnere ganz kurz an die Katastrophen der chemischen Industrie in den 70er Jahren, bei denen in aller Regel argumentiert wurde, obwohl alle Fische im Rhein tot waren, das sei völlig ungefährlich und das macht gar nichts und man soll sich nicht so zimperlich anstellen. Das ist halt ein kleines technisches Problem und dann ist es wieder vorbei. Und das hat der chemischen Industrie im Wesentlichen ihre vollständige Reputation gekostet und ich glaube, das ist auch heute noch so. Das war einer der schwersten Fehler, den das Fach Chemie je gemacht hat, einfach so abwiegeln zu sagen, ihr seid alle blöd, ihr habt keine Ahnung, wie Chemie funktioniert. Lass die Experten das machen. Von dieser Erfahrung haben, glaube ich, die nachfolgenden Generationen von Chemikern tief profitiert und sie haben auch gelernt darüber. Also das Bewusstsein über die Gefährlichkeit der Chemie oder über die möglichen Gefahren, die von der Chemie ausgehen, wird heute auch im Unterricht, also im Hochschulunterricht intensiv vermittelt und es wird auch im Hochschulunterricht vermittelt, dass die Chemiker eine Verantwortung haben, damit umzugehen. Inwieweit diese Verantwortung jetzt von der bloßen, sagen wir mal, Giftigkeit der Chemikalien hin zu der Planung wissenschaftlicher Experimente geht oder überhaupt zur Strategie, was erforscht man, das ist jetzt wieder eine andere Angelegenheit. Und da gibt es sicher eine Mehrheit, die sagt, das ist zwar wichtig, über die Giftigkeit nachzudenken und wenn man das in die Umwelt bringt, darf das auch nicht geschehen, aber das hält mich jetzt nicht davon ab, ein neues Molekül zu generieren. Aber diejenigen Kollegen, und dazu zähle ich mich auch, die sich mit Fragen beschäftigen, bei denen Chemie und Gesellschaft unmittelbar aneinandergrenzen, also zum Beispiel die Energiewende, die überlegen sich das sehr wohl, was da zu tun ist und in welcher Priorität geforscht werden muss. Mit diesem Statement möchte ich es erst mal bewenden lassen. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen tiefer gehen. Ja, vielen Dank schon mal für diese einführenden Worte und Ihren Blick auf Ihr eigenes Fach, Frau Professor Schöne-Seifert. Sie sind ja von Haus aus Medizinethikerin und da steckt es ja schon drin. Also die Medizin hat ja sogar eben ein eigenes Fach dafür, Lehrstühle an ihren Hochschulen, in denen man sich schon sehr lange mit der Ethik dieses Fachs beschäftigt. Von Chemieethik oder Physikethik ist man da noch weit entfernt, vor allem was sogar eigene Lehrstühle betrifft. Würden Sie es denn auch so sehen wie Professor Schlögel, dass es diese allgemeine Fortentwicklung der Ethik in den Naturwissenschaften gab? Oder sehen Sie da doch noch eine große Fallhöhe zwischen diesen klar ethisch umrissenen Disziplinen wie etwa Gentechnik und den anderen? Ja, danke für diese spannenden Fragen. Ich möchte auch erstmal zum Ausdruck bringen, wie gern ich heute Abend mit Ihnen beiden hier rede. Noch lieber täte ich es vor einem echten Kamin als Kamingespräch, aber virtuell ist es natürlich zweitbeste Lösung. Und meine Antwort auf diese Frage kommt nicht aus der Pistole geschossen. Ich teile den Eindruck von Herrn Schlögel, dass sich in den letzten Jahrzehnten vieles bewegt hat. Das moralische Bewusstsein und die ethische Expertise ganz sicher in diesen Fächern, innen und auch von außen geguckt, aus der Gesellschaft deutlich zugenommen haben. Ich benutze jetzt übrigens den Fachbegriff Ethik als in dem Sinne, dass er die Theorie der Moral betrifft. Und moralisches Verhalten ist dann eben Handeln nach moralischen Prinzipien, nach Werten, die wir wichtig finden, zum Wohle anderer in den meisten Fällen, zum Wohle der Gemeinschaft, auch zum Wohle von Tieren und der Umwelt, wenn man ihr Ansprüche zugesteht.
Und die Frage allerdings, wie viel Ethik steckt in den Wissenschaften, ist natürlich eine, die zunächst mal mich herausfordert, insofern, als ich gern klar machen würde, dass es einen großen Unterschied macht, auf welcher Ebene dieses Stecken angesiedelt ist. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, das steckt schon im Begriff der Wissenschaft. Gute Wissenschaft muss immer moralisch anständige Wissenschaft sein. Es gibt sicher Leute, die das vertreten. In all diesen Fragen gibt es ja keinen einhelligen Konsens. Aber mir scheint das eine naive Vorstellung zu sein, zu glauben, dass in der Suche nach Erklärungen über die Tatsachen in dieser Welt und das geordnete Verstehen, dass da schon sagen all die Werte, von denen wir heute reden wollen, drinstecken. Gewiss ist es so, das wäre mein erster Ordnungsvorschlag, dass für ein gutes Ausüben, ein produktives Ausüben von Wissenschaft, bestimmte wissenschaftskonstitutive Werte eine große, entscheidende Rolle spielen. Ehrlichkeit, Integrität, Revisionsoffenheit, Selbstkritik im Umgang mit Daten und all diese Dinge, die man braucht, um gute, verlässliche, transparente Wissenschaft herzustellen und sie mit anderen zu diskutieren. Das ist erstmal sozusagen die Produktion von Wissen, wenn man das jetzt mal so technisch sagen will. Dann gibt es die andere Ebene, nämlich die Anwendung von Wissenschaft zum gedeihlichen Zusammenleben von uns Menschen mit allem anderen, was wir auf diesem Globus vorfinden. Also Wissenschaftsanwendung. Und da geht es um andere Dinge. Und ich würde sagen, diese Fragen, wie setzen wir die Ergebnisse der Klimaforschung zum Wohle dieses Planeten ein, diese Werte stecken nicht in der Wissenschaft sozusagen irgendwie in ihrer Ausübung drin, sondern in den Personen und im gesellschaftlichen Auftrag, den wir der Wissenschaft geben. Und dann, ich will das jetzt noch nicht ausführen, und dann gibt es noch die dritte Ebene, Ethik in der Politikberatung. Und da scheint mir, das ist einfach nochmal eine andere Ebene, auf der es, und das haben wir in den letzten 2 Jahren gelernt, enorm wichtig ist, die Getrenntheit der politischen und der wissenschaftlichen Welt im Auge zu behalten und auch zu kommunizieren und diese Dinge nicht miteinander zu verrühren. Und insofern haben wir also mindestens 3 ethische Schichten, die wir näher angucken können. Und wie sieht es da, nochmal die Nachfrage dazu, wie sieht es da mit dem Fortschritt aus Ihrer Sicht aus? Also wie viel hat sich da getan im Vergleich zum letzten Jahrhundert, als das vielleicht noch nicht überall eingesickert war und als noch sehr viele Wissenschaftler davon ausgingen, dass das, was sie ja tun, nun erst einmal für sich wertfrei sei. Ja. Hat sich da so viel getan aus Ihrer Sicht, auch in den klassischen Naturwissenschaften? Das kann ich nicht besser beurteilen, als Herr Schlögel das kann und als wir alle das vielleicht können aus verschiedenen Perspektiven. Ich bin ja keine sozusagen Wissenschaftssoziologin. Wenn man erstmal die erste Ebene anguckt, Stichwort Plagiat und was weiß ich, Gutachtermissbrauch und Ghostwriting und all diese Dinge, da würde ich sagen, haben wir eine Zeit der Verschlechterung hinter uns, die mit der großen Aufblähung klingt so negativ, aber dem großen Zuwachs der Wissenschaftlergemeinschaft zu tun hat und mit dem Karrieredruck und all diesen Dingen. Da hat sich sicher etliches verschlechtert, ist jetzt aber wieder in besseren Bahnen. Ich hoffe, Herr Schlögel, dem können Sie zustimmen. Da gibt es ja doch eine Menge an sozusagen Versuchen von innen und von außen, diese Kollegialität und Integrität in der Wissenschaftlergemeinschaft sozusagen zu stärken und ins Bewusstsein zu rücken. Ich weiß nur gar nicht, ob sich das wirklich verschlechtert, muss ich mal kurz dazwischen fragen, ob sich das wirklich verschlechtert hat oder ob nicht die Plagiate einfach nur bekannt wurden, weil man halt jetzt über die technischen Methoden verfügt, die auch schneller zu enttarnen. Herr Schlögel? Ich würde jetzt gerne einhaken. Ich unterstütze die These meiner Vorrednerin sehr stark. Es hat sich sehr wohl verschlechtert. Und zwar hat es sich deswegen verschlechtert, weil
die eigentlich grundethische Annahme, dass die Aufgabe der Wissenschaft der Gewinnung von Erkenntnis dient, in unserer jetzigen Zeit ein bisschen in den Hintergrund getreten ist gegenüber der Annahme, die Wissenschaft dient der Karriereförderung der Wissenschaftler. Und das sehe ich schon als eine sehr problematische Entwicklung, die unabhängig von den Einzelfällen, die man da diskutieren kann, wie wir gehört haben, die Wissenschaft hat sich quantitativ riesig ausgedehnt. Und die Zahl der uns bekannten, wirklich nachweislich wissenschaftlichen Fehlverhalten ist immer noch winzig klein gegenüber allen Dingen, die das nicht haben. Aber die zugrunde liegende, sagen wir mal, Anschauung, warum machen wir eigentlich Wissenschaft, die hat sich schon verändert und meiner Meinung nach weg von der idealen Vorstellung, die wir haben, dass die Wissenschaft vor allen Dingen der Gewinnung von Erkenntnis dient. Das ist heute nicht mehr so wichtig. Denn auch wenn Sie in wissenschaftlichen Fachjournalen Review machen, was ich auch intensiv tue, dann werden Sie alles Mögliche gefragt, ob das neu ist, ob das schön ist, ob das sexy ist, aber ob es richtig ist, danach wird nicht gefragt. Zwar deswegen, weil das eben auch schwer beurteilbar ist. Und auch der Run auf das Neue ist eine irrsinnige Aufgabe. Also die Modeströmungen der Wissenschaft haben sich sehr stark multipliziert, auch durch die elektronischen Medien, weil wenn man eben erfolgreich sein will, muss man zitiert werden. Und wenn man zitiert werden will, muss man Mainstream machen. Und wenn man nicht Mainstream macht, wird man nicht zitiert. Das ist ein Teufelskreis der Wissenschaft, aus dem sollten wir uns langsam wieder befreien. Ich darf hier noch sagen, ich bin glücklich, dass ich für die Max-Planck-Gesellschaft arbeiten darf. Da ist das nicht so schlimm wie woanders. Aber auch wir sind diesem Prozess, unterliegen schon auch ein bisschen diesem Prozess. Ich würde sehr wohl sagen, in der ersten Kategorie ist es substanziell schwieriger geworden. Und den Selbstreinigungsprozess, den sehen Sie nicht? Frau Schöne-Seifert, Sie sagten ja, Sie sehen eine Verbesserung doch. Den technischen sehe ich auch, das ist sicher wahr, aber den zugrunde liegenden, sagen wir mal, die Zweckdiskussion, warum machen wir Wissenschaft, da sehe ich gar nichts. Im Gegenteil. Ja, ich stimme Ihnen vollkommen zu, jedem Satz. Also der aus meiner Beobachtungsperspektive wirklich, dass dieses Publish or Perish Prinzip ist eben sozusagen ein destruktives Moment für die Tugenden, die wir als wissenschaftskonstitutiv ansehen wollen. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass eben zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit ihren veränderten Bewerbungsrichtlinien, wo man eben nicht mehr die ganze riesige Latte, sondern nur die allerbesten einreichen soll bei Bewerbungen für auf Drittmittelanträge und so, und mit Empfehlungsschreiben und Kontrolle, auch wirklich interner Kontrolle, ob Männern und ob Frauen, die es gibt an den Universitäten, an die sich eben jüngere Wissenschaftler wenden können, wenn sie das Gefühl haben, dass Forschungsbetrug um sich greift und dass, wenn sie das laut sagen würden, ihre Karriere dranhängt. Also ich glaube, dass wir da Fortschritte gemacht, man da Fortschritte gemacht hat, aber dass das ein Problem bleibt, was man im Auge behalten muss. Das aber eben tatsächlich mit der zweiten Sphäre, den Fragen der Anwendung im allerweitesten Sinn von Wissenschaft. Was machen wir mit den Einsichten, die wir da gewinnen? Und nicht nur das, sondern woran arbeiten wir primär? Das ist ja auch schon sozusagen die erste Ebene. Ja. Projektförderung, Forschungsförderung, Forschungsmanagement muss sich ja ganz stark mit diesen Überlegungen auseinandersetzen. Ist es wichtiger, dass wir den CO2-Fußabdruck näher angucken oder dass wir irgendwie Pelze von Bibern analysieren und in ihrer Vielfalt verstehen, nur um jetzt ein lächerliches Beispiel aufzutischen. Also da fängt es schon früh an mit der gesellschaftlichen und wissenschaftlergemeinschaftsgetriebenen Frage, was lernen wir und was machen wir mit den Erkenntnissen, die wir haben und was machen wir nicht mit ihnen. Das wäre ja jetzt der Ansatz, nur nicht der Ansatz, was darf man alles nicht tun, weil es gefährlich ist, sondern Sie kommen jetzt von dem Ansatz, was müssten wir tun, weil es für die Gesellschaft so viel wichtiger wäre. Aber kann man das tatsächlich immer beurteilen? Nein, Entschuldigung, da wäre ich missverstanden. Ich meinte auch, was sollten wir nicht tun mit wissenschaftlichen Erkenntnissen? Um jetzt wieder was ganz Banales zu nehmen, wenn wir toxikologische Studien machen, also sozusagen Giftstoffe untersuchen oder Medikamente untersuchen auf ihre Nebenwirkungen und finden raus, dass irgendetwas schreckliche Nebenwirkungen hat, dann wollen wir ja nicht, dass dieses Mittel eingesetzt wird, um als Biowaffe eingesetzt wird oder sowas. Also diese Dual-Use-Problematik, die muss auch schon relativ früh
mit in dem Wissensproduktionsprozessen, elendes Tier, eingreifen. Also ich hatte jetzt verstanden, dass Sie auch sagten, durch Forschungsanreize müsste im Grunde auch müssten Weichen gestellt werden. Nein, ich bin ein ganz vollherziger Verfechter von Grundlagenforschung. Ich finde diese Trennung hochproblematisch. Die muss man manchmal aus politischen Gründen machen. Aber wir brauchen diese fundamentale, erkenntnisgetriebene Forschung. Erstens, weil es schön ist, Wissen zu produzieren für uns Menschen als Weltverständigung, aber vor allem auch, weil überhaupt nicht vorhersehbar ist an vielen Stellen, was man irgendwann mal wofür einsetzen kann als Puzzlestein, der in irgendein anderes Erkenntnis eingreift. Mhm. Also ja, Grundlagenforschung unbedingt. Sie haben jetzt schon den Dual Use angesprochen, also ja die Benutzung von Wissen im bösen Sinne sozusagen, also die Zweiförmigkeit, Zweischneidigkeit dieses Schwertes, was man da hat. Aber manchmal geht es ja auch, und das ist hier jetzt eine Frage aus unserem Chat, um die Ethik wissenschaftlichen Handelns an sich in dem Sinne, dass man mitunter ja Dinge erforscht, die gar nicht Dual Use sind, sondern erst einmal nur dem Erkenntnisgewinn dienen, aber potenziell tatsächlich wirklich gefährlich sind, wie solche Experimente in der Virologie, wo man dann versucht, ein Virus gefährlicher zu machen, um diese Mechanismen zu verstehen und sich dann eben darauf verlässt, dass es womöglich nie aus einem Labor herauskommen wird. Und dann kommen wir natürlich zu den ganz grundlegenden Fragen, was darf ein Wissenschaftler in seinem Labor lange, bevor diese Ergebnisse zu irgendeiner Anwendung gedacht sind, was darf er da tun und wer entscheidet das? Und wer sollte es entscheiden? Fang mal an. Ich habe es nämlich leichter, glaube ich. Ist das recht? Ja. Das ist so, in den harten Naturwissenschaften muss man ganz klar sagen, da sollte es zunächst einmal keine Denkverbote geben, weil wir wollen uns ja eigentlich dem Neuen widmen. Und wenn es neu ist, dann kann jetzt kaum am Anfang jemand beurteilen, was das wert ist. Also das geht nicht. Man muss das Neue erstmal verstehen und man muss es einordnen in die Wissenschaft. Und irgendwelche Begrenzungen, die in diesem Gebiet stattfinden, denen würde ich stark widersprechen, weil wir in der Tat nicht wissen, wenn wir nicht wissen, was da draußen ist, dann können wir auch nicht beurteilen, was es wert ist. Und wir können es dann auch nicht einordnen, welche Bedeutung es für die Menschen hat. Also das Erkunden und das Land vermessen, das ist sicher eine wichtige Aufgabe, die die Grundlagenforschung hat. Und ich freue mich sehr, dass meine Gesprächspartnerin das genauso sieht wie ich. Also da passt kein Blatt zwischen uns. Das ist absolut notwendig. In den harten Naturwissenschaften ist es eben dann in der Tat so, also in meinem eigenen Fach gibt es selbstverständlich giftige Stoffe, ja. Und man muss auch wissen, ob Stoffe giftig sind oder nicht. Das heißt, die Erforschung dessen, ob sie giftig sind und wenn ja, wie sie giftig sind, ist wichtig. Genauso wie seinerzeit die Erforschung der Radioaktivität und welche Folgen das hat, auch eine wichtige Frage war. Klar muss man das machen. Und also auch auf diesem Gebiet einer potenziellen Anwendung steht das Wissen zunächst im Vordergrund. Und auch da würde ich mich stark dagegen verwehren, zu sagen, das darf man nicht tun. Weil außerdem die Neugierde des Forschenden immer so oder der Forschenden immer so gestrickt ist, dass wenn man etwas verbietet, dann wird es garantiert extra gemacht. Also das ist wie mit kleinen Kindern. Also wenn sie denen was verbieten, machen sie es extra. Und das ist in der Wissenschaft auch so. Es ist viel wichtiger, einen offenen Dialog darüber zu führen. Das hat man in der Vergangenheit nicht gemacht. Früher hat man in der Tat diese Meinung vertreten, das ist nicht Aufgabe der Wissenschaft, haltet euch raus und tut ja nichts mit dieser Politik oder mit der Gesellschaft, das ist was Schmutziges, da sollte man sich schön fernhalten von. Und ich muss leider sagen, es gibt auch heute noch Kollegen, die das offensiv und aktiv vertreten. Auch in meiner eigenen Organisation ist das so. Aber die große Mehrheit sieht das nicht so und der einzige Weg, die schrecklichen Folgen, die sich aus dem Missbrauch von wissenschaftlichen Erkenntnissen ableiten lassen, zu moderieren, ist einfach darüber zu sprechen. Es müssen alle Leute wissen, dass das so ist. Das ist die beste Möglichkeit, den Missbrauch zu verhindern und das gilt auf jeden Fall in dem Bereich, für den ich verantwortlich bin, also wo ich sagen kann, da ist das so. Und ich glaube, dass die überwiegende Zahl, vor allen Dingen auch der jüngeren Kollegen, diese Überzeugung teilt und auch proaktiv da mitwirkt. Also es ist nicht so, dass man, wie Sie in der Anmoderation gesagt haben, es gibt ein paar Leute, die haben ethische Bedenken und die normalen Wissenschaftler machen einfach was. Nein, das ist wirklich weit verbreitet. Also das Bewusstsein, dass wenn eine neue
hat Naturwissenschaft eine neue durchgreifende Erkenntnis, kommt darüber nachzudenken, welche positiven und negativen Auswirkungen das haben kann. Das ist in unserer Wissenschaft wirklich tief verankert, würde ich sagen. Gerne was Ergänzendes. Herr Schlügel, Sie haben zu Beginn Ihrer Antwort eben gesagt, dass Sie es leichter hätten als Chemiker, als ich, wenn Sie mich sozusagen als Teilmedizinerin betrachten. Und das ist vielleicht jetzt die Gelegenheit für einen ganz kleinen Schlenker. Die Medizin ist da ja in mancher Hinsicht auch ein Sonderfall, über den wir vielleicht auf der Ebene heute gar nicht reden müssen. Was ist der wissenschaftliche Status von Medizin? Und da gibt es einfach unterschiedliche Auffassungen. Manche KollegInnen halten Medizin für eine Wissenschaft ganz besonderer Art, sui generis, haben dafür auch Etiketten. Andere, zu denen ich mich im Augenblick rechne, solche Urteile sind ja auch nicht in Stein gemeißelt, sehen das eher als eine angewandte Wissenschaft, die so wie wir Medizin heute verstehen und betreiben, wissenschaftsorientiert, ganz stark von den Naturwissenschaften gespeist ist und abhängig ist. Und das sehen wir ja jetzt gerade wieder ohne Virologie und Epidemiologie und Immunologie, beinharter Grundlagenarbeit, die da über Jahrzehnte gelaufen ist. Hätten wir die mRNA-Impfstoffe nicht so schnell entwickelt bekommen. Da gab es eben wirklich systematisches Vorwissen. Insofern ist da die Medizin ganz stark natürlich Wissenschaft, naturwissenschaftlich, was ihre Wissensbestände angibt. Und dann gibt es diese anderen Bereiche, wo man unterschiedlicher Auffassung darüber sein kann, ob ein Arzt in der konkreten und überwiegenden oder vollständigen Patientenversorgung, ob der als Wissenschaftler tätig ist. Oder ob man nicht sagen sollte, er wendet dort nach bestem Wissen Wissensbestände aus den Naturwissenschaften an und muss außerdem noch mit seinem Patienten kommunizieren und ganz viel Wissensbestände haben, die er durch Erfahrung lernt, wie man mit Befunden umgeht und wie sich was anfühlt. Ebenso Tacit Knowledge, wie das manchmal genannt wird. Und Dinge, die man nicht aus der Virologie kann. Also ich will auf keinen Fall den Eindruck erwecken, Medizin sei zu reduzieren auf die Naturwissenschaften und ihre nackte Anwendung. Aber davon hat sie eine Menge. Und diese Diskussion führen wir, glaube ich, heute Abend nicht. Dazu ist die Zeit zu kurz. Deswegen gucke ich auch gar nicht so sehr allein auf die Medizin, sondern auf die Naturwissenschaften, die der Medizin sozusagen zuarbeiten. Und da bin ich auch Ihrer Meinung nochmal, dass man da am allerbesten wirklich fährt mit durchgängiger Kollegenkontrolle zunächst mal. Mhm. Also die Vorstellung, dass da jemand hinter verschlossenen Türen wie ein Frankenstein in den Nächten irgendwelche Dinge macht, die am nächsten Morgen keine Spuren hinterlassen dürfen, so darf Wissenschaft nicht sein. Und da haben wir auch gute Gründe, das anders zu fordern als Gesellschaft und als Wissenschaftlergemeinschaft. Die Wissenschaft existiert nur, weil sie mit viel Geld von der, so wie sie heute besteht, viel Geld von den Gesellschaften alimentiert wird, von der Ausbildung bis zu den ganzen Laborgeschichten, die man dazu braucht. Insofern ist es auch richtig, dass die Gesellschaft sozusagen der Wissenschaftspraxis bestimmte Vorgaben macht und zu denen muss gehören, dass man über alle Dinge, die man tut, redet und das transparent macht. Ich bin genau dieser Meinung. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Bereichen, wo, darüber werden wir nachher noch reden müssen, wo wahrscheinlich oft aus der Wissenschaft heraus der Appell entsteht, dass gesellschaftliche Institutionen, zivilgesellschaftliche Institutionen mit drauf gucken. Ich bin schon ein Verfechter und die Medizingeschichte zeigt das, ein Verfechter der sozusagen Kontrolle und Beobachtung von innen und von außen. Mhm. Ich glaube, viele der Gremien, die es heute gibt in der Welt, die vom Internationalen Klimarat bis zu WHO-Gremien, die über Pandemieprävention nachdenken, und da natürlich auch normative Wertfragen mitbedenken müssen, die sind auf Anregung der Wissenschaftler entstanden, die dann aber sagen, wir können und wollen das nicht alleine. Dazu brauchen wir auch Blicke von außen.
Nun gab es ja in diesen Bereichen, wir haben eben schon gesprochen über solche Virusforschung, wo man untersucht, wie Viren womöglich noch gefährlicher werden, als sie sowieso schon sind, oder auch zur Genschere CRISPR-Cas gab es ja immer auch wieder Forderungen nach Moratorien zum Beispiel, die oft auch aus der Wissenschaft selbst kamen. Das würde ja dem so ein bisschen widersprechen, dass Sie sagen, Offenheit reicht. Ja, ganz schnell noch dazu. Ich wollte nicht sagen, Offenheit reicht, sondern Offenheit von innen ist sozusagen der erste Anfang. Schon deswegen, weil die Wissenschaftler von innen viel besser sehen, wie dicht man vor irgendwelchen Abgründen steht. Also keiner hätte, um jetzt nochmal doch ein Medizinbeispiel zu nehmen, diesen Genscheren, Genbaby-Skandal von Dr. He in Hongkong von außen erwartet. Und die Wissenschaftler haben schnell darauf reagiert und haben gesagt, das ist ein Grund für irgendeine Art von, ob das nun ein formales Moratorium ist, sei dahingestellt, aber von irgendeiner Art von noch viel größerer Aufmerksamkeit von innen und außen, als wir sie bisher hatten. Und wir wissen ja noch nicht so ganz alles darüber, wie das zustande gekommen ist, diese Ermöglichung von Dr. Hees unrühmlicher Karriere, aber dass da Aufsichtsmechanismen versagt haben oder gar nicht erst in Kraft waren, das scheint ziemlich klar. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass das Peer-Control, Kollegenkontrolle reicht, sondern ich glaube, dass wir Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler einig darin sind, dass es auch Kontrolle von außen braucht und natürlich auch Gesetzgebung in etlichen dieser Fragen. Da ist ja die Embryonenforschung, Frau Berndt, die Sie genannt hatten, ein gutes Beispiel. Da können wir nicht sagen, jeder soll so nach seinem Gusto vor sich hin wursteln oder in der Sterbehilfe, wenn wir das jetzt mal mit dazu zählen, die Medizin am Patienten am Lebensende. Da brauchen wir natürlich gesellschaftliche Verständigungen, politische Entscheidungen und dann an vielen Stellen auch Recht. Dann ist natürlich so die Frage der zeitlichen Abläufe, nicht? Wann funktioniert das? Wann wird Politik aufmerksam? Wann wird Gesellschaft aufmerksam? In der Regel ja erst, wenn dieser Abgrund relativ nah ist sozusagen, wenn man also sieht, was mit dieser Wissenschaft alles möglich ist. Das passiert in der Regel ja nicht ganz am Anfang, sondern wenn Dinge schon ihren Lauf genommen haben, wenn man auch merkt, diese Dinge können zur Anwendung kommen. Was müssten da für Prozesse aktiv werden, um rechtzeitig auch Diskussionen anzustoßen aus Ihrer Sicht? Fangen wir da an. Ich würde Ihre Hypothese ein bisschen in Frage stellen. Ich glaube schon, dass die internen Mechanismen, von denen wir gesprochen haben, und auch hier teile ich die Meinung meiner verehrten Kollegin, es braucht die internen genauso wie die externen Mechanismen. Aber die internen Mechanismen schlagen viel früher an als wie die externen. Also wir wollen jetzt nicht eine lange Liste machen, was alles verhindert worden ist dadurch. Also das kann man schon tun, auch in meinem eigenen Feld, das ich überschauen kann, ist das auch so. Also denken wir mal an Produktion von Chemiewaffen und deren Technologien. Da gibt es sehr wohl interne Mechanismen, die deutliche Warnsignale von sich geben, wenn sich Wissenschaftler in die Gegend bewegen, wo man sagen könnte, das könnte auch ein Nervenkampfstoff werden. Also nein, das gibt es schon. Es ist eben gut, dass es diese Mechanismen gibt und ich glaube eben die Awareness, dass diese Mechanismen greifen, ist heute ungleich höher, als sie früher war. Die Frage, dass es einen externen Kontrollmechanismus braucht, ja, den sehe ich auch, der darf aber nicht übertrieben werden, weil die Gefahr des externen Kontrollmechanismus ist in Abwesenheit der Kompetenz darüber, dann Dinge zu verbieten, die man einfach nicht verbieten soll und die auch dann viele Schäden für die Wissenschaft selber haben. Also die ganze Gentechnik-Debatte, die wir führen, die hat ja auch eine negative Seite. Also das ist ein wirklich schwieriger Abwägungsprozess, darum sitzen wir ja auch da. Und die einzige Möglichkeit, wiederum dieses Problem zu lösen, ist der Dialog. Also man kann das nicht anders machen, weil es gibt keine normative Kraft, die sagt, das darfst du forschen, das darfst du nicht forschen. Das ist völlig unmöglich, das geht nicht. Und das würde im Prinzip zur Zensur führen und das ist ein extrem gefährliches Instrument. Also wir haben in der Wissenschaftsgeschichte auch Phasen gehabt, wo sowas sehr wohl gemacht worden ist. Denken wir mal an einige Teile der russischen Forschung oder denken wir an Forschung im Dritten Reich. Also ganz vorsichtig mit sowas. Da muss man, also externe Einfluss auf die Wissenschaft ist notwendig, aber der muss natürlich im Gleichgewicht mit den internen Kräften sein, sonst wird das sehr gefährlich.
Und die sozusagen Grassroot-Approach, also der Wissenschaftler weiß selber, was ihn am meisten interessiert und das sollte er tun. Das ist ein großes Privileg, das wir in Deutschland durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft haben. Und ich möchte hier eine starke Lanze dafür brechen, dass man das nicht vergisst, weil in vielen, insbesondere angelsächsischen Ländern, hat man diese Freiheit nicht. Da gibt es nicht den vom Wissenschaftler getriebenen Ansatz, sondern da gibt es den vorgeschriebenen Programmansatz ausschließlich. Und das führt eben zu großen Gefahren, wenn man darüber nachdenkt, wie plural ist eigentlich die wissenschaftliche Meinung. Das ist ein wichtiger Punkt. Denn auch die interne Kontrolle kann nur funktionieren, wenn Pluralität existiert. Es muss möglich sein, über Dinge zu reden. Und wenn man über Dinge redet, muss man sie zuerst mal verstanden haben. Also der Grassroot-Approach der Wissenschaft, der ist extrem wichtig. Und wir sind sehr glücklich in Deutschland, auch mit der langen Historie der Forschungsförderung, die es in unserem Land gibt, dass das immer noch ein wichtiges Prinzip ist, obwohl ich auch da den Zeigefinger erheben mag und sagen, es wird immer schwieriger, diesen Ansatz zu verteidigen, weil eben die scheinbare Zweckorientierung der Forschung nimmt immer mehr zu. Und die Idee, dass man zuerst mal was verstehen muss, eben der Landvermesser des Neuen zu sein, das ist heute nicht mehr so aktuell, würde ich sagen. Ja, das ist ein schöner Begriff, schöne Metapher mit der Landvermessung. Ich noch drei kleine Zusatzbemerkungen. Sie haben das ja eben schon angedeutet, dass wir hier sitzen, zeigt, dass das keine einfachen Fragen sind, die man in einem Schulaufsatz abschließend behandeln kann. An vielen Stellen werden wir auch mit viel Nachdenken, würden wir selbst heute nach 5 Stunden noch nicht zu endgültigen Antworten kommen. Wir lernen ja auch über diese Dinge. Aber ein wesentliches Prinzip ist eben der Dialog innerhalb der Wissenschaft und der Dialog der Wissenschaften mit der Gesellschaft und mit der Politik. Und dann sind wir eben auch schon bei Fragen von Wissenschaftskommunikation, die mit Recht heute als so außerordentlich wichtig angesehen wird. Zweite kleine Bemerkung, natürlich kann man auch mit all den Überlegungen, die wir jetzt anstellen, nicht verhindern, dass es einzelne schwarze Schafe gibt. Und in gewisser Hinsicht ist auch Herr Heh, wenn ich das richtig sehe, ein ziemlich schwarzes Schaf. Und natürlich gibt es auch kriminelle Polizisten und korrupte Richter und all das. Das wird man nicht vollkommen verhindern können, dass es einzelne Missetäter gibt. Aber wir reden ja jetzt über ein Grundverständnis der Wissenschaft als Kollektiv und mit einem Konsens. Und was ich sagen wollte, ist, dass es natürlich einige Dinge gibt, wo von vornherein die Forschungsfreiheit, für die Sie jetzt so stark in die Bresche gesprungen sind und zu Recht, an ihre Grenzen stößt, nämlich wo es um klare Prinzipienverletzungen geht, etwa in Tierforschung. Ich meine, da will keiner von uns, dass für den Erkenntnisgewinn alles möglich ist, sondern das muss eben in den Bahnen von Tierschutz, wie er rechtlich und ethisch immer ausbuchstabierter wird, stattfinden. Aber da haben wir keinen Dissens. Ich wollte das nur einmal sagen, damit es keine Missverständnisse bei uns gibt. Ja, vielen Dank. Was eine klare Prinzipienverletzung ist, nicht? Sobald man also auf Neuland kommt, also gut, beim Tierschutz ist das relativ klar abgegrenzt, aber sobald man Neuland erforscht, wieder Genome Editing, Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen, dann gibt es ja diese klaren Prinzipien womöglich gar nicht und die müssen erstmal wieder neu diskutiert werden. Ganz genau. Und die kommen eben auch, denke ich, nicht aus der Wissenschaft oder sind da schon sozusagen geparkt und wir müssen sie nur abrufen, wenn wir eine Antenne haben, sondern wir müssen sie konstruieren. Und das nicht nur als Wissenschaftler, sondern als Gesellschaft und müssen darüber reden. Nicht, Reden ist nochmal ein tolles Stichwort. Sie haben es auch eben schon sehr deutlich gesagt. Wir brauchen diese Kommunikation auch aus der Wissenschaft in die Gesellschaft hinein. Wissenschaftler sollten darüber sprechen, was sie tun. Sie sollten darüber sprechen, wie sinnvoll es ist, welche Forschung wie in die Anwendung zu bringen. Aber wer sollte sprechen? Wer aus der Wissenschaft sollte sozusagen den Auftrag haben, das auch tun zu dürfen? Oder sprechen am besten alle? Herr Schlügel, wir haben schon so eine eingefahrene Reihenfolge. Um Gottes Willen. Nachher durchbrechen wir sie mal. Ja, bitte gerne. Also jetzt nutze ich auch noch die Gelegenheit, Ihren Zusätzen voll zuzustimmen. Also auch leider, wir haben keinen Dissens, ich sehe keinen. Das ist schwierig. Ich versuche mich jetzt noch rauskitzeln hier heute. Ich versuche mich jetzt an der Antwort.
Es ist, das kommt davon, hängt davon ab, wer der Adressat ist, mit dem wir kommunizieren. Also natürlich innerhalb der wissenschaftlichen Community müssen alle miteinander reden. Das ist die übliche Methode, die auf wissenschaftlichen Fachtagungen stattfindet. Und auch das, was wir jetzt gerade erleben, dass man meint, das sind zu viele Tagungen und wir sollen doch nicht so viel fliegen und wir müssen das alles mit Zoom machen, das ist absolut tödlich. Das unterminiert das Grundkonzept der Wissenschaft. Und da müssen alle den Mut haben, offen zu reden, und schon das muss erst gelernt werden, weil wieder die erste Ebene, die wir vorhin gehabt haben, dem entgegenspricht. Es gibt halt Peers und es gibt Junge und es gibt Revoluzzer, und der Dialog in der Community ist nicht wertfrei, und obwohl er es unbedingt sein müsste. Dann reden wir natürlich über die Frage des Umfelds, also Wissenschaft redet zur Wissenschaft, aber außerhalb der eigenen Community. Da wird es dann schon schwieriger, weil da bräuchte man im Prinzip einen konsolidierten Prozess. Und hier sehe ich eigentlich die Kernfunktion einer Akademie. Das ist der Grund, warum es uns gibt. Weil wir sollten, wenn man jenseits der Kaffeetafel der Gelehrten arbeitet, darüber nachdenken, wie wir einen strukturierten Dialog zwischen den Disziplinen durchführen. Und das tun wir auch. Also das ist gelebte Realität der Akademien. Ob der dann immer optimal ist und ob der schnell genug ist, und da kann man sicherlich einige Kritik dran üben. Aber die Einrichtung solcher Institutionen ist genau dafür da. Das heißt, da grenzt sich die Auswahl der Leute, die miteinander reden, dadurch ein, dass es halt Mitglieder und Nichtmitglieder gibt. Ob das jetzt alles fair und gerecht ist und wie gemeint das ist und so, und die Niederträchtigkeiten der akademischen Feinheiten, die lasse ich jetzt alle weg, die gibt es auch, aber wir reden ja von dem idealen Fall. Und dann taucht der ganz schwierige Fall auf, nämlich die Wissenschaft redet mit der Gesellschaft oder der Politik. Das ist ein ganz schwieriger Fall. Denn dazu müsste man im Prinzip eine konsolidierte Meinung der Wissenschaft haben. Und Meinung ist jetzt nicht Meinung in dem Sinne, sondern Meinung ist eine durch Wissenschaft, durch die wissenschaftlichen Prinzipien konsolidierte Ansicht über ein bestimmtes Thema. Was wissen wir darüber, was wissen wir nicht darüber? Und das kann jetzt nicht mehr jeder machen, denn das führt dann zu dieser kakophonischen Wahrnehmung, dass man für jedes Thema findet man einen positiven Gutachter und einen negativen Gutachter. Und das ist ein ganz schlechter Zustand. Da wäre die Selbstdisziplin der Wissenschaft schon wichtig, oder die Politik würde mit der Wissenschaft in einen Dialog treten, über den ich heute auch schon nachgedacht habe, wie man das besser organisiert. Das ist in unserem Land sehr schlecht organisiert. Es gibt andere Länder, die viel Wissenschaft betreiben, wo das besser organisiert ist, weil sie diesen Dialog in formalisierter Form schon länger pflegen. Also ich sage jetzt, die angelsächsischen Länder können das besser. Die haben also den Chief Scientist, und die haben in der Royal Society und die amerikanische Nationalakademie, die einen sehr wohlstrukturierten Dialog da haben. Da sind wir noch nicht. Aber die Gründung der sogenannten in Gänsefüßchen Nationalakademie ist jetzt der späte Versuch der Deutschen, da aufzuschließen. Die Franzosen habe ich jetzt auch vergessen, und auch die Italiener. Also ich will jetzt nicht jemanden ausschließen, das ist nicht meine Idee. Aber es gibt viele Wissenschaftsnationen, die das sehr gut organisiert haben. Da gehören wir leider nicht dazu. Und gleich wieder eine Ergänzung. In dieser Frage, Ihr dritter Aspekt, die Wissenschaft redet mit der Gesellschaft beziehungsweise mit der Politik, die für diese Gesellschaft ja irgendwie die viele Dinge regeln muss und soll und darf. Da habe ich auch keine klaren Verbesserungsvorschläge, wie das laufen kann. Und wahrscheinlich muss man an vielen Stellschrauben ein bisschen was ändern. Also wenn wir mal naheliegenderweise über die Corona-Informationen nachdenken und jetzt erstmal abschichten und sagen, ein großer Teil der Öffentlichkeitsberatung besteht ja einfach in der, was heißt einfach, schwierig genug, in der Wiedergabe von Faktenwissen und dem Umgrenzen und Umreißen von fehlendem Wissen und von Unsicherheiten und von Dissensen, wie sie sich unter den Bestinformierten darstellen. Also wirklich sagen, wie es ist heute und wie es vielleicht morgen sein könnte. Und da hat man ja die Hoffnung, dass, um jetzt nichts aufregend Neues zu sagen, jemand wie Herr Drosten, der sich in meinen Augen und in den Augen von Millionen ja wirklich außerordentlich verdient gemacht hat, um diese Form der unaufgeregten
sehr verständlichen, revisionsoffenen Sachverhaltskommunikation. Da glaube ich, müsste man einfach sehen, dass man so begabte und geeignete und kompetente Leute wie den genannten Kollegen motiviert, diese Dinge nicht nur in Krisenzeiten zu leisten. Und da guter Wissenschaftsjournalismus, Frau Berndt, ich spreche Sie an, das ist ja, gehört genau dazu, kritischer Wissenschaftsjournalismus, der Dinge erklärt, aber auch hinterfragt und Wissenschaftler anfragt. Das ist wahnsinnig wichtig und da sind wir bestimmt noch nicht so gut, wie man sein könnte und haben an vielen Stellen, auch in der Klimadiskussion, ja doch eine Menge darüber gelernt, wie schwer das mit den Konsensen und mit dem ich spreche für die Wissenschaft ist. Also wir haben, glaube ich, auch in der Leopoldina, ich sage es jetzt mal wirklich so kollektiv, wir viele von uns dazugelernt in der Frage, wie hemdsärmlich darf man einfach sagen, ich rede im Namen der Wissenschaft. Da muss man eben sehr vorsichtig sein und mit guten Gründen vorsichtig sein, weil es so unterschiedliche Vorstellungen gibt und weil ein Konsens heute nicht ein Konsens morgen sein muss und weil nicht jeder sich seinen Wissenschaftler ziehen sollte, der eben irgendwas vertritt. Aber das alles kann man ja kommunizieren. Man kann sagen, die Leute, die dieses Papier geschrieben haben, sind alle einstimmig der Meinung und sie sind Wissenschaftler und nach bestem Wissen und Gewissen sehen sie das so. Und dann kommt man jetzt auch nochmal auf die nächste Ebene, dann höre ich auch gleich auf, also nicht nur Sachwissen vermitteln und Unsicherheiten vermitteln und Einschätzungen vermitteln, sondern eben daraus auch irgendwelche Konsequenzen ziehen. Und Politikberatung heißt ja bei uns immer auch normative Politikberatung. Was sollte die Regierung tun? Wie sollte sie in der Klimafrage agieren? Was sind da vernünftige Optionen? Und ohne da ins Detail zu gehen, ist auch da ein Lernergebnis dieser letzten Jahre, beiden Jahre oder anderthalb Jahre, dass Wissenschaftler, ich habe es vorhin schon gesagt, nicht sagen sollten, auch wenn das manchmal nur schlampige Formulierungen sind, es ist aus wissenschaftlichen Gründen absolut notwendig oder vollkommen erforderlich oder zwingend das. Denn es müssen immer Werte hinzukommen bei den Fragen, wie entscheiden wir auf der Wissensgrundlage, die wir haben. Und diese Werte betreffen die Zielvorgaben, die Abwägungen, die Einschätzung der Evidenzen, wie sicher soll das sein, welche Risiken nehmen wir in Kauf, wie sind uns bei den unterschiedlichen Effekten, die Lockdowns haben, wie gewichten wir da die ökonomischen, die psychosozialen, die medizinischen Aspekte. Und das meinen ja viele mit, wenn sie sagen, die Wissenschaft fordert. Aber das muss man expliziter machen. So, jetzt habe ich jetzt womöglich doch einen Unterschied, einen Dissens zwischen Ihnen beiden herausgehört. Herr Schlögel, Sie haben vor allem auf die Institutionen verwiesen, auf die Akademien, die hier Diskussionen anstoßen können und Wissenschaft kommunizieren können. Frau Schöne-Seifert, Sie haben Herrn Drosten hervorgehoben, der ja nun jenseits jeder Institution, nicht jeder Institution, aber allein als Direktor der Virologie an der Charité die Öffentlichkeit gesucht hat aufgrund seiner speziellen Expertise über Coronaviren, aber das ja in so einer One-Man-Show auch getan hat. Also das sind ja jetzt zwei sehr unterschiedliche Ansätze. Auf der einen Seite Wissenschaft als getragen von akademischen Institutionen und auf der anderen Seite einzelne Wissenschaftler, die mit ihrer persönlichen Strahlkraft auch Gutes für die Wissenschaft leisten. Was ist denn nun der bessere Weg? Halten Sie mich jetzt nicht für harmoniesüchtig, wenn ich sage beides. Es ist wirklich wie ein Spektrum. Auch Herr Drosten sitzt zum Glück in allen möglichen Komitees, im Expertenrat und in der Arbeitsgruppe, die letzte Leopoldina-Stellungnahme verfasst hat, etc. Und der hat eben eine wunderbare Strahlkraft als in zwei Rollen, als Mitglied eines Beratungskomitees, wo er seine Expertise einbringt und als Wissenschaftskommunikator im NDR-Podcast, der wirklich seinesgleichen sucht. Ich glaube auch, man muss dann schon ein bisschen die Situationen unterscheiden. Ich teile genauso die Meinung, es gibt nicht, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Die Corona-Geschichte ist jetzt auf der einen Seite gemessen an der Wissenschaft und die Gesellschaft eine sehr spezielle Angelegenheit, die sehr schnell aufgetreten ist und bei der es vor allen Dingen auch wichtig war, und das ist in der Politikberatung ein großer Wert, nicht irgendwann etwas zu sagen, sondern dann, wenn es gebraucht wird.
Und da hat Herr Drosten natürlich auch auf der Basis, der ist ja auch eingebettet in die wissenschaftliche Community, in der Tat diese einzigartige Möglichkeit gehabt, diese Kommunikation aufzumachen. Das war wirklich extrem wichtig. Aber er wird natürlich auch getragen auf den Schultern vieler, die da drunter stehen. Das sind jetzt nicht die Leute, die mit ihr zusammenarbeiten, sondern die Corona-Community gibt es ja auch. Und die trägt natürlich auch dazu bei, dass Herr Drosten, wenn er ein Paper liest, versteht er auch, was er daraus für Schlüsse zieht. Also das ist nicht so ganz einfach. Da ist der isolierte Mensch, der macht dann eine One-Man-Show. Das, glaube ich, macht der tritt vielleicht als One-Man-Kommunikator auf. Das kann schon sein. Aber er ist natürlich immer eingebettet in seine Community. Während das andere Beispiel, das man da als Gegenbeispiel bringen kann, ist eben tatsächlich die Energiewende. Das ist ein über Generationen laufender, höchst komplexer Prozess, der alle Elemente der Gesellschaft gleichzeitig betrifft und alle Technologien, die wir haben, das ist die perfekte Querschnittsproblematik, die man sich vorstellen kann, weil es nichts gibt, was menschliches Handeln hat, das nicht mit Energie zu tun hat. Gibt es gar nichts. Und deswegen muss man da auch mit anderen Methoden rangehen. Also da ist eben die Suche nach den Übereinstimmungen viel schwieriger und ist auch die Veränderung unseres Wissens darüber ist auch langsamer, aber dafür viel schwerwiegender als wie in diesem speziellen Fall. Das heißt, es ist nicht, das eine ist schnell und hektisch und das andere ist lang und tiefgreifend, aber die relative Komplexität im Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist da schon verschieden. Und auch ich würde mir wünschen, wenn es einen Menschen gäbe, der jetzt sozusagen als der Energiewende, das Energiewende-Gesicht auftreten würde, das haben wir halt jetzt gerade nicht. Also das ist schlecht, das ist ein Zufall. Aber im Wesentlichen, glaube ich, ist es vor allen Dingen wichtig, dass wir diese Möglichkeit der Nostrifizierung nutzen. Das heißt, wenn man mit der Gesellschaft redet, sollte nicht ein Einzelner seine Meinung sagen. Das kann er auch tun, aber dann bitte sagen, meine Meinung ist, das ist so und so. Sondern wenn er als, in Quotes, die Wissenschaft redet, dann kann er eigentlich nur Positionen vertreten, die nostrifiziert worden sind. Mhm. Und das ist ein wichtiges Instrument, das nicht immer auch in der Gesellschaft verstanden wird. Und dann höre ich gleich auf und mache noch einen Punkt. Was in diesen Dingen sehr störend ist, ist, dass die Gesellschaft zunehmend weniger bereit ist, das Thema Komplexität zu akzeptieren. Also wissenschaftliche Zusammenhänge, egal welche, das ist bei Corona genauso als wie bei dem Klimawandel, sind extrem komplex. Und es wird von uns verlangt, und das ist insbesondere auch etwas, was Wissenschaftsjournalisten ja verlangen, du musst es ganz einfach machen. Ja, man muss es schon einfach machen, aber nicht so einfach, dass es nicht mehr wahr ist. Also Albert Einstein hat gesagt, mache die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Und das ist ein sehr guter Satz. Also, und den sollte man sich immer überlegen, wenn man über Kommunikationsfragen nachdenkt. Denn ich habe in meiner persönlichen Wahrnehmung gelernt, wenn man das richtig aufbereitet, kann man sehr wohl auch komplexe Zusammenhänge in der Gesellschaft kommunizieren. So die Idee, alles, was man in 10 Sekunden nicht sagen kann, ist nicht kommunizierbar, die halte ich für nicht richtig. Meine persönliche Erfahrung spricht da eindeutig dagegen. Auch da sieht man natürlich das Modell Drosten, der ja nun immerhin bis zu einstündige Podcasts den Menschen erzählt, die ja auch millionenfach gehört werden, nicht? Von daher, ja, wäre das vielleicht auch ein Modell für ähnliche Krisensituationen so wieder vorzugehen. Nun ist Herr Drosten aber natürlich nicht der Einzige, der sich äußert. Wir wissen, es gibt eine Vielstimmigkeit, auch von VirologInnen. Die große Kunst bei Herrn Drosten ist es oft, dass er sehr genau unterscheidet, was Sie gefordert haben, wo spricht er von wir und wo zeigt er ganz genau die Grenzen des Wissens oder die persönliche Haltung. Das kommuniziert er sehr genau. Andere machen das nicht unbedingt. Wir hatten ja also jetzt diese Vielstimmigkeit, die womöglich, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, ja auch der Wissenschaft als Ganzes geschadet haben könnte in der Corona-Krise. Oder glauben Sie, dass das eher auch gut ist, dass diese verschiedenen Positionen kommuniziert werden? Eine ganz schwierige Frage. Jetzt drehe ich tatsächlich unsere Reihenfolge mal um, Herr Schlögel. Ja. Eine ganz schwierige Frage und ich weiß darüber noch nicht genug und bin sicher, dass viele in dieser Gesellschaft gemeinsam über diese Fragen nachdenken müssen, wenn wir die akute Krise hoffentlich bald überstanden haben. Also diese naive Vorstellung, dass Wissenschaft, wenn sie ordentlich betrieben wird und die Leute gut ausgebildet sind, ganz schnell zu einstimmigen Ergebnissen führt, ist eben grundfalsch. Und Wissenschaftsverständnis, wie wir es in einer
liberalen, modernen Wissensgesellschaft brauchen, muss eben einplanen, dass im Prinzip auch Dinge, die uns sehr, sehr belastbar vorkommen und sehr sicher, sich als nicht so sicher oder wirklich falsch herausstellen können. Und dass der Prozess, der dazu führt, dass ein Wissenschaftskonsens oder Wissenskonsens entsteht, vorläufiger Art, dass der eben auch der Kommunikation und dem Dissens und der Auseinandersetzung geschuldet ist. Nicht? Das ist das, was Sie vorhin ansprachen, Herr Schlügel. Man muss sich gegenüber sitzen und streiten, ohne Angst um seine Karriere haben zu müssen. Und man muss auch seine Stimme laut werden lassen dürfen, wenn man noch ganz jung ist. Einfach weil man glaubt, man hat da eine Einsicht. Also dieser Pluralismus-Aspekt gehört mit zur Wissenschaft. Auf der anderen Seite sind ja viele von uns enorm beunruhigt, ich auch, darüber, dass in dieser Corona-Krise ein Maß an Wissenschaftsskepsis, Ablehnung, Hass zutage getreten ist, den es zu großen Teilen schon vorher gab, den wir nur nicht so wahrgenommen haben und den man ja nicht einfach vom Tisch wischen kann, wenn Omikron abgeebbt ist. Und das geht jetzt in so tiefe Schichten, dass wir viel mehr Zeit und noch andere Kompetenzen hier am Tisch haben müssten. Das hat ja eben wirklich auch mit dem Demokratieverständnis zu tun, mit Machtverhältnissen, die da Wissenschaft in die Nähe des Establishments rücken und für korrupt halten oder Politiker, die eben nur noch auf Experten hören wollen. Also dieses Gespenst der Expertokratie ist ja etwas, was in der Politikwissenschaft, in der Sozialwissenschaft mit Recht einen immer größeren, wichtigeren Gegenstand ausmacht. Mhm. Also zu glauben, dass was die Wissenschaft so insgesamt macht und was die meisten Leute dann in der Wissenschaft konsentieren und abnicken, dass man das dann nehmen kann, um damit Politik zu machen, Punkt, das ist natürlich auch ein ganz falsches Verständnis. Und jetzt sind wir wieder da, ne, dass Politik eine getrennte Sphäre sein muss von der Wissenschaft. Sie muss auf der Grundlage von bestmöglichem verfügbaren Wissen, Beratung, vielstimmiger Beratung entscheiden. Wie sollte sie das auch in der Klima- oder in der Corona-Krise ohne? Aber sie muss dann auch den Hut aufhaben und sagen, warum sie so agiert, wie sie tut und sich dafür dann auch überstimmen lassen in der nächsten Wahl, wenn die Leute es nicht wollen. Was ist eine Frage noch, bevor wir zur Rolle der Politikberatung nochmal dann explizit für den letzten Teil kommen, um dann noch auch Zuschauerfragen zu beantworten. Wenn es denn jetzt auch schon tatsächlich so gefährlich ist für Wissenschaftler, sich öffentlich zu äußern, aufgrund von Anfeindungen, wie Sie es eben schön beschrieben haben, kann ich mich denn als Person, darf ich mich als Person aus diesen ethischen Diskursen eigentlich rausnehmen? Als Wissenschaftler? Oder habe ich auch eine moralische Pflicht, mich an diesen Diskussionen zu beteiligen? Schlügel, Sie sind dran. Es kommt, glaube ich, darauf an, wer Sie sind. Also, ich möchte jetzt zuerst, muss ich glaube doch noch einen kleinen Kommentar machen. Also das, was wir jetzt gerade erleben mit Corona, alles richtig beschrieben. Aber vor 40 Jahren war das Copy-Paste identisch mit der Atomdiskussion. Also genau gleich. Und da gab es auch genau das gleiche Problem über die Verunglimpfung der Wissenschaft und die wirklich brutale Auseinandersetzung. Ich meine, Leute haben mit Pistolen aufeinander geschossen, wie wir wissen. Also, aber das haben wir heute ja auch in den... Ja, ist aber genau gleich. Das Thema ist anders, aber das Phänomen ist, glaube ich, das gleiche. Mhm. Deswegen möchte ich zuerst, bevor ich die Frage beantworte, zu versuche, zwei Punkte machen. Das eine ist, es ist extrem wertvoll und wichtig, in die Wissenschaftsgeschichte zu schauen. Und die Wissenschaftsgeschichte ist ein unendlicher Hort von Erkenntnis. Der wird aber nicht genutzt, weil leider die Wissenschaftsgeschichte als so ein narratives Anhängsel der normalen Wissenschaft gilt. Und das ist grob falsch. Also der Blick zurück, wie haben wir uns selbst entwickelt und wie hat sich der Diskursprozess in der Wissenschaft entwickelt, ist extrem wichtig und wird meiner Meinung nach stark und unterschätzt, auch als Erkenntnisquelle. Und das Zweite ist, das ist schon oft gesagt worden, ich muss jetzt auch wieder sagen, es ist extrem wichtig, in der Gesellschaft zu vermitteln, wie Wissenschaft funktioniert. Und der einzige Ort, wo man das sinnvoll tun kann, ist die Schule. Also das ist der Grund, warum man unbedingt in der Schule arbeiten muss. Es geht nicht um Inhalte, es geht um das Konzept.
Und das Konzept, wie Wissenschaft im Diskurs die Erkenntnis gewinnt, wird nicht vermittelt. Und das ist, weil es eben alles nur Fakten, 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 aber nicht der Prozess. Die Fähigkeit einer Schulbildung müsste eben vor allen Dingen sein, prozessoral gebildet zu werden und nicht faktisch. Faktisch kann man leicht nachholen. Prozesse kann man nicht lernen. Wenn man das nicht gelernt hat, lernt man es nie. So, jetzt versuche ich die Frage zu beantworten, sollte da jeder, kann sich da einer rausnehmen oder nicht? Und dann habe ich gesagt, es hängt davon ab, wer man ist. Man kann in der Wissenschaft, wenn man sich über ethische Fragen äußert, auch brutale Schäden anrichten, wenn man selber, sagen wir mal, nicht genügend Sensibilität dafür hat. Es gibt in der Wissenschaft leider Kollegen, auch nicht so wenige, die eben ein sehr starkes Ego haben und die dann eine Schulendebatte anfangen in der Öffentlichkeit. Das ist was Tödliches. Also das darf man auf keinen Fall machen. Und solche Wissenschaftsdiskussionen helfen uns gar nichts. Aber wenn man in der Lage ist, über den eigenen Tellerrand zu blicken, und das sind natürlich viele Kollegen, und Herr Drosten ist ja wirklich das super Beispiel dafür, der kann das eben sehr gut. Der kann aufgrund seines Wissens über den Tellerrand blicken und kann eben eine Synthese dieser Meinungen geben. Das ist das, warum die Leute auch das so gut finden. Alle derartigen Menschen, die in der Wissenschaft arbeiten, da gibt es viele in den verschiedenen Wissenschaftsgebieten, die sollten das sehr wohl tun. Ich würde jedem Wissenschaftler und auch meinen eigenen Mitarbeitern rate ich und ich zwinge sie eigentlich dazu, dass sie sich in diesen Diskurs einschalten. Also zu sagen, es ist nicht meine Angelegenheit, das ist grob falsch. Aber es gibt Kollegen, die so in ihrer Arbeit ruhen, dass sie dann eben diesen Schulenkram anfangen und das ist ganz was Fürchterliches. Also kann man sagen, jeder, der in der Lage ist, jenseits von diesen, sagen wir mal, akademischen Verhärtungen zu denken und zu argumentieren, möge sich bitte gerne einbringen, auch wenn dadurch kontroverse Diskussionen entstehen. Und nur, dass wir uns da untereinander nicht missverstehen und auch unsere Zuhörerschaft und Zuseherschaft das richtig versteht. Wir meinen mit Einbringen ja nicht unbedingt, oder ich meine es jedenfalls nicht, dass die WissenschaftlerInnen, die sich da äußern, sagen, ethische Theorien entwickeln müssen oder Statements machen, sondern dass sie in diesem Werte-Fakten-Diskurs mitwirken und ihre Kenntnisse da einbringen. Und natürlich gibt es Leute, denen das einfach auch vom Temperament her gar nicht liegt, weil sie zu scheu sind, weil sie eher ihnen Tränen in die Augen treten, als dass sie sich in der Öffentlichkeit mit anderen streiten würden. Und natürlich muss man das dann nicht fordern, dass jemand, dem das gar nicht liegt, sich da einmischt. Aber als Institution hat die Wissenschaft eine Verpflichtung. Und das hängt wieder zusammen mit der gesellschaftlichen Rolle, Alimentierung, Stützung und so weiter. Die Wissenschaft ist Teil dieser Gesellschaft. Und deswegen muss sie da, natürlich darf sie nicht die Klappe halten. Ich meine, ob es um Rentenpolitik, um Migrationsforschung, um Klima und um all diese strittigen, schwierigen Dinge geht, immer geht es doch auch ganz wesentlich um Sachverhalte. Und die müssen so gut und komplex dargestellt werden, wie wir das heute vermögen und auch mit inklusive der blinden Flecken, die es gibt. Und jetzt Politik, Herr Schlögel noch. Entschuldigung, das haben Sie jetzt viel schöner formuliert als ich. Also wunderbar, wir stimmen völlig überein. Ich muss aber noch eine Grenze aufwerfen und das ist der unangenehme Begriff der Expertise. Es gibt leider auch Kollegen, die glauben, dass sie von allen Dingen was verstehen und das ist auch nicht so gut. Ich möchte es nicht weiter vertiefen. Ja, und wissen Sie, eine große Rolle des Wissenschaftsjournalismus, das zu trennen und vor allem die Stimmen laut werden zu lassen, die Expertise haben, ja. Während wir so gemeinsam über diese Dinge nachdenken, wird mir auch noch mal etwas klar, was vielleicht ganz trivial ist, aber was man leicht vergisst, dass nämlich auch bei solchen Dingen wie Grenzwerte oder Risikoabschätzungen, die so klingen als ne, Stickoxide und so weiter, ja. Diesel, Feinstaub und all diese Sachen, die so klingen, als seien sie rein wissenschaftlicher Natur, Fakten in der Welt, die wir messen, quantifizieren und so weiter können. Aber es kommen eben an all diesen genannten Stellen immer auch Abwägungen, Wertfragen dazu. Was nehmen wir wofür in Kauf? Wie wichtig ist uns die Erreichung dieses Ziels in den nächsten 3 Jahren oder in den nächsten 5 Jahren? Und da sind wir schon wieder mitten beim Klimadiskurs. Und da
kann man ja nur sagen, dass es eine wirklich elementare Pflicht der Wissenschaft gibt, all das zu sagen, was sie für relevant hält für diese Debatten. Aber wie dann die Risiken eingeschätzt werden und was man als Zielgrößen mittelfristig und kurzfristig etc. formuliert und wie viel Rücksicht man auf Befindlichkeiten, Ängste, Emotionen, Fehlvorstellungen in der Bevölkerung und auch, also bei uns allen, jetzt meine ich nicht abgrenzend, gibt. Das ist auch eine politische Entscheidung. Man kann eben manche Dinge auch nicht mit dem Kopf durch die Wand durchsetzen, ohne großen Schaden anzurichten. Und auch das sind politische Entscheidungen, wo die Wissenschaft, dann vielleicht die Psychologie und die Sozialwissenschaft braucht, ganz sicher, aber am Ende auch die Politik entscheiden muss. Ja, die Politik muss entscheiden, aber wie weit sollte die Wissenschaft gehen in der Beratung der Politik? Wenn ich mir jetzt den Corona-Expertenrat angucke, auf den wir fast 2 Jahre gewartet haben, jetzt ist er da, das sind 19 Personen, die haben jetzt auch schon Stellungnahmen abgegeben, die aber wahnsinnig unkonkret waren, dass man denkt, ja, das ist schön, da kommt die Omikron-Welle, das wussten wir jetzt irgendwie auch ohne diesen Expertenrat, aber was machen wir jetzt, 2G, 2G plus 3G oder was? Und das steht da eben alles nicht drin. Reicht denn diese Art von Politikberatung oder müsste da nicht eigentlich viel mehr passieren? Also ich finde, es ist eine schwierige Frage, weil wir jetzt hier wirklich auf einem gemütlichen hohen Ross am Kamin sitzen und gut reden haben. Mhm. Man würde weil es so schwierig ist, oder was meinen Sie damit? Ja, ich meine, das ist wirklich schwierig. Es ist ja jetzt auch dieser Expertenrat in einer schon wahnsinnig hochgekochten und besetzten Diskussion gegründet worden, mit Überlappung von Personen aus der Wissenschaftsszene, die in der Öffentlichkeit stehen etc. und schon ganz viel gesagt haben. Die brauchen ja auch Zeit, um sich zusammenzuraufen, schätze ich. Und man kann in dieser Phase eben auch nicht mehr so grundlegend neue Sachen sagen, aber ganz jetzt mal unabhängig von diesem konkreten Gremium, dem ich wirklich nur alles Gute wünsche und viel Erfolg. Allgemein zielt Ihre Frage natürlich ins Schwarze. Politikberatung durch die Wissenschaft muss kontextabhängig manchmal auch wahnsinnig konkret werden und Vorschläge machen, wie man, ich meine, nehmen wir das Stichwort Impfpflicht, wir wollen das ja als solche jetzt nicht diskutieren, aber wenn man von der Impfpflicht redet, muss man eben auch konkret darüber nachdenken, wie man sie durchsetzt und nicht erst dann 6 Wochen, nachdem man beschlossen hat, eine Diskussion führen zu wollen und zu sollen, dann auf das Problem Impfregister und welche Sanktionen und so weiter stoßen. Da würde man sich wünschen, dass eingeübte Politikberatung konkreter wird und Szenarien durchspielt. Und sagt, dass, da müsste man hier drauf achten und da drauf achten. Aber wie gesagt, das ist alles gut reden, wenn man es nicht selber plötzlich auf den Schultern, mit auf den Schultern hat. Also ich kenne dieses Problem sehr gut, weil es in der schon länger währenden Energiedebatte Copy-Paste genauso ist. Und da gibt es 2 Dinge, die man dazu sagen muss. Das eine ist, ich halte es für schwierig, wenn man so einen Expertenrat zusammenstellt, dann muss man sich überlegen, was man will. In Deutschland werden diese Räte so gegründet, dass sie sozusagen den Ausgleich der divergierenden Meinungen in der Gesellschaft repräsentieren sollen. Und damit bekommt man als Konsens natürlich das Minimum der Übereinstimmung. Und das ist halt nie konkret. Wenn man sich wünscht, tatsächlich einen Rat zu bekommen, dann sollte man das vielleicht nicht so machen. Also man muss dann in den Expertenrat nicht auch noch die NGOs reintun. Das hilft nicht. Und zwar deswegen, weil einfach der gesellschaftliche Diskurs ist Teil dessen, was die Politik zu leisten hat. Da hat meine Kollegin alles genau richtig, sehe ich alles exakt so. Aber die Wissenschaft sollte sich natürlich zunächst mal erheblich auf die Wissenschaft konzentrieren. Und deswegen gibt es ein weiteres wichtiges Wort, das man in der Politikberatung braucht, das nenne ich die Optionslogik. Also es ist nicht an der Wissenschaft zu sagen, geh dahin und mache. Wenn man das von einem Rat erwarten würde, dann wird die Wissenschaft ja quasi entmächtigt. Also weil dann kann die Wissenschaft nur noch sagen, mache ich oder mache ich nicht. Die Politik. Das ist keine gute Idee. Sondern die richtige Idee ist in der Tat, die Konsequenzen des Handelns in verschiedenen Dimensionen auszuleuchten, sie auch darzustellen und dann zu gewichten. Also nur eine Liste zu machen, was man alles bedenken muss, das reicht auch nicht. Aber das ist natürlich die Voraussetzung. Und dann käme eine wissenschaftlich fundierte Bewertung.
Und diese Bewertung ist aber nicht, tu das. Das kann man am Ende machen, also in einer wissenschaftlichen Darstellung kann man sagen, naja, wir, die wir zusammensitzen, würden das dann so machen, aber wir sind uns dessen genau bewusst, dass völlig andere Aspekte, die mit Wissenschaft nichts zu tun haben, natürlich in der Werteentscheidung, die am Ende immer notwendig ist, wenn man eine politische Entscheidung trifft, wichtig sind. Und man möge auch bitte bedenken, die Politik hat die unendlich schwierige Aufgabe, Entscheidungen zu Zeitpunkten zu treffen, wo das Wissen immer unvollständig ist. Die Politik kann nie warten, bis man das wirklich verstanden hat. Das ist bei allen Entscheidungen so. Also man muss mit der Unsicherheit des Wissens muss man umgehen und das reduziert einfach den Anspruch, den wir als Politikberater haben können, zu sagen, wir haben ein normatives Recht zu sagen, das ist die richtige Richtung. Weil wie wir gehört haben, in 5 Jahren mag das anders gesehen werden, dann ist die Grundlage anders, dann war die Richtung doch nicht so gut. Und diese Gefährlichkeit abzuwägen, ist Aufgabe der Entscheidungsträger, die Verantwortung haben, und das sind nicht die Wissenschaftler. Ja. Die Wissenschaftler haben aber die Verantwortung, alles, was zu dem Zeitpunkt ihrer Expertiseabgabe ist, vorhanden ist, zu wissen, das schon alles abzuwägen. Also es muss schon vollständige Betrachtung her. Und ja, die Vollständigkeit und die Bewichtung. Natürlich. Aber das ist eben eine schwierige Aufgabe und dann sagen die, es ist unkonkret. Und wenn Sie natürlich 19 Leute aus allen Gesellschaftsschichten zusammenbringen, also der Wasserstoffrat zum Beispiel ist das Äquivalent in meinem Fachgebiet, hat genau dasselbe Problem. Das ist alles sehr hoch wohlgeboren und ganz toll und da sind sehr viele Experten dabei. Aber am Ende wird eben so lange gerungen, bis das Minimum eines Übereinstimmung entstanden ist. Und das ist halt sehr unkonkret, weil sobald das konkret wird, gibt es natürlich... Diesen Halbsatz trage ich nicht mit. Ja, das hilft eben nicht. Also zusammenfassend zu sagen ist, man muss schon genau wissen, wie Politikberatung funktioniert und was sie leisten muss und was sie nicht leisten kann. Sie kann insbesondere der Politik die Verantwortung nicht abnehmen. Das wirft jetzt auch nochmal eine interessante Randfrage, aber wichtige Randfrage auf, nämlich die Rolle der normativen, in Anführungsstrichen, Fragezeichen, Wissenschaften in solchen Gremien. Da sind ja jetzt in dem Expertenrat kritisiertermaßen ist keine Juristin drin, kein Jurist, aber jemand aus der Ethik. Und in ganz vielen dieser Räte sind eben die sogenannten normativen Wissenschaften auch mit drin. Und da stellt sich natürlich dann, ohne dass wir das jetzt zum Thema richtig machen können, die Frage, ist denn eigentlich Ethik eine Wissenschaft und wo hört Juristerei auf, eine Wissenschaft zu sein? Und da gibt es sicher auch verschiedene Antworten, aber eine differenzierende Betrachtungsweise würde sagen, ein Teil ist eben Wissenschaft, da wo es um die Systematik der Positionen geht, um die Kenntnis der juristischen Vorschriften und der Grundrechtsmechanismen etc. Das ist wirklich reine beinharte Wissenschaft. Und dann gibt es aber Abwägungs- und Entscheidungsspielräume innerhalb der Juristerei und sozusagen ethische Vorlieben auch in der Philosophie. Und die würde ich nicht mehr als Teil der Wissenschaft sehen, sondern als bereicherndes Element in diesen Gremien, das dann aber nicht dominieren darf qua, ich bin einer von 6 Wissenschaftlern. Wäre schön, wenn es so funktionieren würde, aber ich befürchte, so funktioniert es leider nicht. Ich würde mich extrem freuen, wenn man Politikberatung auf so einem hohen Niveau machen könnte. Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass das in dem Hickhack der unterschiedlichen Meinungen und der Lobbyinteressen dann relativ schnell zerpflückt wird. Aber es wäre ein super Ansatz. Und vielleicht sollten wir mal versuchen, das zu praktizieren. Und der Lobbyinteressen dann aus der Gesellschaft, nicht der Lobbyinteressen innerhalb der Wissenschaft, sondern... Ja, ja. Ich sage jetzt ganz hart, auch aus der Industrie. Also ja. Man darf da schon offen sein. Mhm. Also es werden auch kommerzielle Interessen in solchen Räten werden schon vertreten. Und zwar möglicherweise auch durch Leute, die sozusagen die Überbringer derselbigen sind. Es ist meistens nicht so, dass die Leute sich persönlich die Finger schmutzig machen, sondern die haben Leute, die das für sie tun. Ich bin jetzt kein Anschimpfer, es ist immer schlecht, wenn man was Negatives sagt, aber es gibt Mechanismen in unserem deutschen System, die das sehr effizient vorantreiben. Wir haben noch einige Fragen hier im Chat, die ich gerne noch an Sie weiterreichen würde. Die beziehen sich natürlich jetzt auf unterschiedliche Teile unserer Diskussion. Eine Frage, die hat sich nochmal mit der internen Kontrolle hier beschäftigt. Ja, da geht es natürlich auch letztlich um Lobbyismus in eigener Sache. Also wie sehr kann sich Wissenschaft selber
kontrollieren, wenn doch Forscher ja in der Regel distanzlos begeistert, wie es hier so schön heißt, distanzlos begeistert von ihrem eigenen Arbeitsfeld sind, natürlich auch Karriere machen wollen, dann kann doch eigentlich die interne Kontrolle nicht in dem Sinne funktionieren, dass Schlimmeres verhindert wird. Und die externe Kontrolle, die kommt ja eben immer erst zustande, wenn intern Probleme bemerkt wurden. Also da hat man natürlich doch noch eine Lücke, oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Also das ist eine falsche Wahrnehmung. Wenn man ordentliche interne Kontrolle macht, dann setzt man selbstverständlich die Kontrolle so an, dass nicht nur die restlos Begeisterten sich selber kontrollieren. Ja, das ist der Punkt ist völlig wahr und auch gut erkannt. Aber die Leute, die die interne Kontrolle organisieren, wissen das schon auch. Also man hat immer die fachnahe und die fachferne Ansicht über irgendetwas und damit wird das ganz schön korrigiert. Das ist ein schlechtes System, da hat der Frager sich oder die Fragerin sicher recht, aber es ist das Beste, das wir haben. Und ich wüsste auch kein anderes, weil sonst müssten wir einen Oberaufpasser in der Wissenschaft haben, der alles besser weiß und den möchte ich bitte nicht haben. Ja, genau den Punkt wollte ich auch machen. Ich finde die Frage sehr berechtigt, aber glaube auch, dass die beste aller Möglichkeiten ein Zusammenspiel von innen und außen ist und nicht antizipierende Überwachung mit Kameras und Gesichtserkennung in allen Labors, damit man Tag und Nacht weiß, was da passiert. Ich glaube, damit würden wir die Wissenschaft kaputt machen. Sehen Sie denn eine Abhängigkeit, wir kommen nochmal zur Plagiatsdiskussion und den Problemen, die dadurch entstehen. Eine Frage sagt hier, dass das womöglich Plagiate fast nie von Institutionen kommen, die zu einem kleineren Teil von Drittmitteln abhängen, dagegen aber mehr aus solchen, wo es eben auch einfach diesen Druck um Drittmittel gibt. Sehen Sie das auch so? Ich sehe es nicht so. Also Plagiat ist wirklich ein individuelles Fehlverhalten aus meiner Sicht. Also das kann ich nicht anders sagen. Es ist ein extrem grober Verstoß gegen die Regeln der Wissenschaft. Und da muss man jetzt unterscheiden zwischen dem gewollten und bewussten Plagiat und dem sozusagen fahrlässigen. Es gibt viele Wissenschaften, wo das fahrlässige Plagiat nicht so leicht erkennbar ist, weil insbesondere in Wissenschaften, die nur die Sprache haben, da kann man natürlich locker einen Satz formulieren, den man gemeint hat, der ist ganz toll und dabei hat man ihn Jahre vorher irgendwo gelesen. Und dann war es fahrlässig. Es ist nicht so, dass man das bewusst gemacht hat. Aber es gibt leider auch das bewusste Plagiat, wo man tatsächlich, weil man sich nicht die Mühe macht, irgendeine Sache selbst zu durchdenken, nimmt man das, was ein anderer gedacht hat. Und das ist ein absolut verabscheuungswürdiges Verhalten in der Wissenschaft, muss ich ganz deutlich sagen. Also da gibt es keine Entschuldigung dafür. Sehe ich auch so. Und zwar selbst dann, wenn es sich um randständige Inhalte handelt und gar nicht um den Kern, sagen wir, einer Doktorarbeit, die irgendwas wirklich neu entwickelt hat, wenn eben die gesamte Einbettung der Problematik woanders abgeschrieben ist, dann mag das sein, dass es auch auf dem Boden einer fahrlässig schlechten Betreuung der Nachwuchswissenschaftler beruht. Aber in jedem Fall ist es in der Sache ein Problem und ich bin da auch gnadenlos prinzipientreu in der Einschätzung. Trotzdem sind die Plagiate, gerade auf der Ebene von Doktorarbeiten und so, ja längst nicht alles und auch nicht das Schlimmste. Weiß Gott nicht, das Schlimmste, was an wissenschaftlichem Fehlverhalten vorkommt. Das, was grauenhaft ist, aus meiner Sicht und sozusagen, was die Wurzeln angeht, mit allen anderen Fehlverhaltensformen zusammenhängt, ist die Bereitschaft, die persönliche Bereitschaft von Wissenschaftlern, nicht abgesicherte Daten oder gar gefälschte und geflickte und so weiter Daten zu publizieren, in dem Wissen, was sie haben könnten und vielleicht verdrängen, dass das erstens Vertrauensverlust in die Wissenschaft als Ganze bedeutet, aber auch ein Hemmnis für all die Kollegen und Kolleginnen, die das zu reproduzieren versuchen und Jahre damit zubringen, Daten nachzukochen, die gar nicht auf rechtmäßige Art und Weise zustande gekommen sind. Das wiederum ist ja einer der Gründe dafür, dass wir eine so hohe Rückzugsrate
von Publikationen in Top-Journals international zu verzeichnen haben. Da geht also der Begutachtungsprozess ist zu wenig qualifiziert. Das ist aber auch wieder ein Problem, dass man halt Gutachter finden muss, die Stunden und Tage damit verbringen, die Arbeit von anderen zu begutachten, mit denen sie in Konkurrenz stehen, notgedrungen, weil sie ja die Expertise haben müssen, über diese Spezialfragen sich zu äußern, die sie nur haben können, wenn sie selber an den Dingen arbeiten, etc. Also dieses ganze Ding ist wahnsinnig kompliziert und ich glaube, dass wir da auch irgendwie an der Wurzel anfangen müssen, über das Selbstverständnis von Ethik immer wieder auch in Schulen. Genau, weil nicht nur in Schulen natürlich, damit beschäftigt sich ja auch eine Zuschauerfrage, sondern auch im Rahmen der Wissenschaftlerausbildung müsste man das ja viel mehr verankern. Und eigentlich gibt es so etwas wie Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens, die haben immer noch nicht in jedem Studiengang. Nein, früher gab es mal ein propädeutisches Studium, das war eine sehr gute Einrichtung. Das sollte man wieder machen. Und ich möchte aber, ist alles richtig, was meine Kollegin gesagt hat, aber ich möchte dem noch etwas hinzufügen, was ich auch als ein ganz verabscheuungswürdiges Verhalten, wissenschaftliches Fehlverhalten ansehe, ist Ideenklau. Das gibt es nämlich auch ganz reichlich. Also das ist extrem schwer nachzuweisen, deswegen kann man das auch relativ leicht tun. Und dagegen hilft immer nur Transparenz und Offenheit. Das ist so. Und das Peer-Review-Verfahren, das wir heute haben, kritisiere ich fundamental, weil es eben intransparent und nicht offen ist. Also die Wissenschaft hat in ihrer Geschichte 120 Jahre lang ein Peer-Review-Verfahren gehabt. Da hat der Reviewer seinen Namen unter das Review geschrieben und der Review wurde zusammen mit der Arbeit veröffentlicht. Warum kann man das nicht heute machen? Das würde erheblich helfen, diese Offenheit und Transparenz in der Auseinandersetzung zu geben. Heute diese Tatsache, dass das anonym ist, öffnet also dem Missbrauch wirklich Tür und Tor. Das ist ein ganz schlimmes Verhalten, das sich da entwickelt. Und weil man sich gegenseitig behindert und alle möglichen niederen menschlichen Motive da einfliegen und eben es nicht nur um die wissenschaftliche Korrektheit geht. Und man hat es ja wirklich in den letzten 20 Jahren auch in den Top-Institutionen dieser Welt Vorfälle gegeben. Ja, reichlich. Und da hilft einfach nur die Veröffentlichung, also die Flucht in die Öffentlichkeit. Wenn einer etwas sagt, muss er mit seinem Namen dafür bürgen. Und dieses Prinzip ist leider in der Wissenschaft verloren gegangen. Und ich halte das für falsch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ein Resultat dieser Debatte wäre, dass man noch einmal über die Frage nachdenkt, warum ist eigentlich Peer Review anonym? Dafür gibt es keine wirklich guten Gründe aus meiner Sicht. Ja, ein sehr spannender Gedanke. Das sollten wir uns vielleicht für einen nächsten Leopoldina-Abend am Kamin aufheben, denn so langsam verglühen unsere Holzscheite. Da ist jetzt nicht mehr viel übrig. Wir haben noch 3 Minuten und müssen uns jetzt langsam aus dieser spannenden Diskussion verabschieden, wobei ich das Gefühl habe, wir könnten hier noch ganz viel weiterreden und es würden viele, viele gute Gedanken und auch echte Anregungen für eine bessere ethische Reflexion in der Wissenschaft, aber auch eben im Zusammenhang mit der Politik dabei zustande kommen. Aber nun, gegen Ende der Veranstaltung, danke ich Ihnen beiden ganz herzlich. Ich habe Sie zwar nicht so richtig dazu gebracht, sich miteinander zu streiten, aber sich gegenseitig zu befruchten und hier Ihre Gedanken auch sich immer wieder gegenseitig anzuregen und dabei noch wieder neue Aspekte aufzuzeigen. Das fand ich sehr, sehr bereichernd. Vielen lieben Dank, Frau Schöne-Seifert, Herr Schlögel, für dieses spannende Gespräch. Und Ihnen allen, liebe Zuschauerinnen, einen schönen Abend.